Der Evangelist Johannes zitiert Jesu letztes Wort am Kreuz: Es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Die Qual war beendet. Doch das griechische Wort Tetelestai sagt, er hat sein Ziel erreicht. Vorher hatte Jesus festgestellt, die Schrift ist erfüllt, Teleiote. Es ist alles zum Ziel gekommen, Panta Tetelestai. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Kapitel 18. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kapitel 3. Für sie hat Jesus gebetet: Vater, ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Kapitel 17. Jesus hat seine Mission erfüllt. Darum hat der Vater sein Gebet erhört und jene Wirklichkeit geschaffen, die Gemeinschaft der Heiligen genannt wird. Im Epheserbrief lesen wir den Lobpreis dieser Herrlichkeit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn in ihm hat er uns auserwählt und vorherbestimmt zur Sohnschaft. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt. In ihm seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung besiegelt worden. Er ist die Anzahlung auf unser Erbe. Gott hat uns mit Christus zusammen in den Himmel versetzt. Gottes Geschenk ist es. Ehedem lebtet ihr ohne Christus. Jetzt aber seid ihr, die ihr fern wart, nahe dabei. Er hat die trennende Scheidewand niedergerissen, hat die Nahen, also die Juden, und die Fernen, die Heiden, in sich als Friedensstifter zu einer neuen Einheit umgeschaffen und die Juden und Nichtjuden in seinem Leib durch das Kreuz mit Gott versöhnt. Das entspricht dem ewigen Vorhaben, das er in Christus Jesus, unserem Herrn, ausgeführt hat. Lesen wir Epheser 3, Vers 11. Es ist vollbracht. Daraus ergibt sich erstens unsere persönliche Identität. Wir sind Angehörige des Reiches Gottes. Und zweitens unsere gemeinsame Berufung. Wir haben den Dienst der Versöhnung. Beides hat Jesus bereits vollbracht, erreicht, erzielt. Beides ist Realität des Reiches Gottes. Wir sind in Jesus Christus dazu geschaffen, jene Werke zu tun, die von Gott bereits angelegt und vorbereitet sind zur Ausführung. Diese himmlische Wirklichkeit ist bereits da. Wir sollen sie entdecken und ergreifen. Schritt für Schritt sollen wir darin wandeln, vorwärts gehen. Wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Miteinander dienen wir dem Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Altersmaß der Fülle Christi, schreibt Paulus. Wir ordnen uns einander unter in der Furcht Christi. Wir werden stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke, umgürten uns mit der Wahrheit, ziehen den Panzer der Gerechtigkeit an, die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium der Versöhnung, ergreifen den Schutzschild des Glaubens, nehmen den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, beten allezeit im Geist, sind wachsam in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Alles, was werden soll, ist schon vorhanden, bereitgestellt, vollbracht. Drei Herausforderungen sehe ich. Erstens, herausfinden,
was für uns hier und heute und morgen schon im Himmel vorbereitet ist. Zweitens, erkennen, mit wem wir gemeinsam bestimmte Projekte angehen sollen. Und drittens, wahrnehmen, dass wir niemals allein unterwegs sind.